So, hier gebe ich euch mal einen kleinen Einblick in meine Wanderstrecke hier am Nemeroer Holz. Was ja durchaus ziemlich hügelig ist, wie man hier auch sieht. Ja, da reiht sich Hügel an Hügel. Aber es ist sehr schön gelegen. Und hier kann man echt was für seine Gesundheit tun. Sich sportlich bewegen und so, das ist schon richtig schön. Vor allen Dingen, wenn du so ein Wetter hast wie heute, dann macht das Ganze auch echt Spaß. Ja, da hinten guckt da schon durch, der Tollensesee. Da wollen wir jetzt hin und melde mich gleich wieder. So, willkommen zurück auf dem zweiten Abschnitt. Mittlerweile ist der Tollensesee schon besser zu erkennen. Da lunscht er durch. Aber wir müssen noch ein bisschen hier quasi wieder runter. Das ist immer ein Auf und Ab hier in Nemeroer Holz. Nicht weit von unserer hier teure Stadt Neubrandenburg weg. Circa 6-7 Kilometer. Und das ist auch nicht der eigentliche Weg, wie ihr ihn kennt oder wie die meisten ihn kennen, sondern es ist wirklich mitten im Gelände. Und damit wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, weil es doch gut hoch und runter geht hier. Und da kommt man schon ein wenig ins Schwitzen. Und reichlich umgefallenes Gehölz ist ja auch. So langsam zeigt sich der Tollensesee immer mehr. So, dritter Abschnitt. Jetzt kommen wir langsam auf den Hügel, wo man den Tollensesee dann auch sehr gut einsehen kann. Nicht weit weg ist auch der Zeltplatz Gardbeck. Circa 2 Kilometer von hier entfernt. Und der Tollensesee erstreckt sich über eine Länge von ca. 11 Kilometer. Hat eine Tiefe von 34 Meter an der tiefsten Stelle. Und er ist sehr fischreich. Ups. Stolpern kann man hier auch. Das Ganze geäst. Ja, wie gesagt, er ist sehr fischreich. Und sehr sehenswert, was die Natur angeht. Aber wie gesagt, hier ist eben auch reichlich umgefallenes Gehölz. Sehr viele umgefallene Bäume. Da ist nochmal zu sehen, ist doch sehr steiles Gelände. Und ja, ich bin jetzt den dritten Tag hier. Die ersten beiden Tage kam ich nur mit meinem Handy und habe ein paar Fotos gemacht. Jetzt, da ich hier Seeadler entdeckt habe, und zwar mittlerweile 4 Stück, habe ich mich entschieden, mein ganzes Equipment mitzunehmen zum Filmen und Fotografieren. Und bis jetzt bin ich nicht enttäuscht worden. So. Kommt der Tollensesee immer näher, näher und näher, bis wir denn am Gipfel sind, sozusagen von diesem Hügel. Von Bergen wollen wir nicht sprechen, aber ein Hügel ist es schon. Und ja, da ist der Tollensesee. Ups, da erstreckt er sich. Ist hinten durch. In der anderen Richtung sieht man nicht so viel, aber da geht er weiter. Und das ist die Richtung Klein-Nemeroe. Hier sind wir weiter auf unserer Reise am Tollensesee an den Chimborazo oder Chimborazo Stein gekommen. Eine kleineren Sehenswürdigkeit am Tollensesee, nicht weit des Wanderweges, der da unten lang führt. Das ist übrigens der Weg, der um den Tollensesee rumführt.
Circa 38 Kilometer lang ist dieser und erstreckt sich durch wunderschöne Natur am heimischen Tollensesee. Da drüben, habe ich vorhin gar nicht erwähnt oder nicht gezeigt, das ist übrigens Gatsch Eck. Das ist der größte Zeltplatz am Tollensesee und soweit ich weiß auch der einzigste. Und der ist immer sehr gut besucht. Natürlich in diesen Zeiten nicht, aufgrund der Corona-Epidemie. Aber ansonsten eine sehr schöne Anlage. Und jetzt sieht man auch den ein oder anderen Radfahrer da unten langfahren. So, angekommen am Tollensesee, ganz unten sind wir jetzt auf dem sogenannten Uferweg, der direkt am See entlang führt. Sehr idyllisch in der Natur. Herrlich. Den kann man sowohl mit Nordic Walking Stöcken als auch ohne begehen. Ja, und das lohnt sich auf jeden Fall. Also wer Neubrandenburger ist, der wird die Umgebung auch ein wenig kennen. Und da drüben ist dann nochmal Gatsch Eck. Durch die Bäume zu sehen. Der wird die Umgebung kennen. Aber egal wie das Wetter ist, es gibt eigentlich kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung. Und hier hinzugehen oder hinzufahren, das lohnt sich immer. Denn du kannst hier nicht besser abschalten. Du kannst hier so gut abschalten, wie du es zu Hause wahrscheinlich nicht kannst. Und deswegen lohnt sich das auch immer, hierher zu kommen, hier lang zu gehen. Ja, und einfach die Natur zu genießen, abzuschalten. Ja, und Freude zu haben. Und natürlich auch was für die Gesundheit nebenbei zu tun. Es kommt noch oben drauf. Ja, besser geht's nicht. So, jetzt sind wir mittlerweile schon in der Nähe von Kleinemerow. Immer noch auf dem Uferweg. Hier fließt zum Beispiel sogar ein kleines Bächlein in den Tollensesee. Ein Rinnsal. Also, alles wirklich sehr, sehr schön gelegen. Es bedarf jetzt einen Sprung. Zack! Geschafft. Da fließt es rein. Und da hinten geht es zu Lips. Das ist immer durch die Bäume schlecht zu sehen. Aber mittlerweile habe ich doch schon mehr Meter zurückgelegt, wie ich wollte. Aber es macht Spaß und deswegen gehe ich halt auch weiter, ne? Und das Wetter ist ja auch herrlich, muss man auch sagen. Hier ist auch viel, viel an Bäumen umgefallen. Und ja, da sieht man übrigens die Radfahrer, wie sie auf der grünen Schleife fahren. Tja, und auch hier ist das Problem. Wenn du so einen Weg lang gehst, musst du immer damit rechnen, dass auch mal ein umgefallener Weg, dass auch mal ein umgefallener Baum im Weg liegt, wie hier passiert, genau am See. Da sind dann eben die Kletterkünste gefragt oder das Durchroppen. Aber man findet irgendwo immer eine Möglichkeit. In dem Fall, zack, geht's einmal durch. Und schon war es das. Ja, da hat der Wind gewütet und manchmal leider auch einer von unseren wenigen, aber doch vorhandenen dummen Menschen, die auch mal Schilder umreißen oder andere Sachen kaputt machen. Sowas finde ich dann immer ziemlich assi. Sowas gehört sich nicht. Es ist nicht ihr Eigentum
Und somit finde ich das immer Katastrophe. Ja, jetzt sind wir mittlerweile angekommen in Klein-Nemerow. Ungefähr 10 Kilometer weg von der Brandenburg. Und das ist jetzt das letzte Ende vom See. Da hinten fließt die Lieps lang, oder da ist die Lieps. Und hier kann man den See gut einsehen. Moment, gleich sind wir da. Da sieht man auch mal, wie groß der ist. Ist also Klein-Nemerow. Herrliche Natur. Ja, eigentlich wollte ich jetzt zum Bootsanleger in Klein-Nemerow, aber hier wird leider gebaut. Da ist das Ponton, wo der Bagger draufsteht, eindeutig. Und hier ist die Absperrung. Leider wird hier gerade gebaut. Schade, denn da hätte man noch einen schönen Überblick gehabt. Hier ist der Naturpfad von Klein-Nemerow. Und